die Kunst, den eigenen Weg zu gehen. Art of Life Podcast mit Manuela und Werner Sattlegger. Mein Name ist Werner Sattlegger, Founder der Art of Life, Führungskräftetrainer und Scan-Körpertherapeut. Mein Name ist Manuela Sattlegger. Ich bin Betriebswirtin, Mal- und Gestaltungstherapeutin und Co-Founder der Art of Life. Herzlich willkommen zu unserer neuen Art of Life-Folge. Werner, welches Thema hast du denn heute mitgebracht? Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und ich habe heute das spannende Thema Künstliche Intelligenz und ChatGPT und was das für uns, vor allem für uns in der Arbeitswelt bedeutet. Ja, ich habe heute einen Artikel gelesen über ChatGPT, aber es gibt ja auch Programme, die malen, zeichnen können. Und dann ist mir plötzlich einmal ganz schlecht geworden, weil ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich mein Metier. Und da, also ich habe es jetzt nur überblicksmäßig mir angeschaut, weil eigentlich möchte ich mich gar nicht damit beschäftigen. Weil ich habe wirklich die Befürchtung, dass mir da vielleicht die Freude das an meiner künstlerischen, grafischen Arbeit nimmt. Ist diese Sorge berechtigt? Die ist nicht nur berechtigt, sondern sie ist bereits auf dem Tisch. Mir ist es genauso gegangen. Ich habe ja voller Freude und Stolz vor mittlerweile über einem Jahr mein Buch veröffentlicht, mein letztes, und da steckt viel Arbeit drin. Ich schreibe regelmäßig Blogs, und vor allem, wenn man ChatGPT-4 nutzt und einen Blog schreiben lässt, dann kann das oft schneller und fehlerfreier machen. Ja, ehrlich gesagt habe ich es jetzt ein paar Mal benutzt, um Seminare vorzubereiten. Also nicht als jetzt so Texte, aber eigentlich so eine Art Google, so ChatGPT, kennst du dich aus mit dem Lehrlingsmarkt in Österreich? Und um so ganz spezifische Fragen zu beantworten, muss ich sagen, das war gar nicht so schlecht. Also er hat natürlich vieles nicht gewusst, weil es auch nicht Daten, also für alles Daten gibt. Aber ich bin dann so gespickt mit ein paar Fakten in dieses Seminar gegangen. Nein, es ist wirklich, vielleicht kurz eine Nutshell, was man alles machen kann. Du kannst zum Beispiel Notizen dir kurz aufschreiben, und dann gibt es ein Programm Midway, das kann dann sofort ein Protokoll drüber schreiben. Du kannst Stichworte geben, und da gibt es ein Programm, Stable Fusion, das macht automatisch PowerPoints. Dass das ausformuliert, oder? Das ausformuliert, die Bilder, die Grafiken aussucht automatisch. Du kannst Tabellen, Grafiken in Texte verwandeln, du kannst Texte von Texten in Grafiken automatisch verwandeln. Also alles, was rund um die Sprache geht, Bilder und Grafiken geht, kann heute automatisiert generiert werden können. Was ihre Folgen hat, man, das war ja relativ bekannt, wie die Verhaftung vom Papst und die Verhaftung von Trump durch die Medien gegangen ist. Es ist durch ein KI-Programm einfach generiert worden, und dann war es so täuschend echt, dass das niemand erkennen konnte. Oder am Wochenende mit dem Musiker Drake, KI produziertes Musikstück, dass die Hitcharts gestürmt hat und meine Musikerfreunde recht nervös gemacht hat. Das ist bewiesen, ist das wirklich die KI, oder war das nur ein Marketing-Gag, um da jetzt auf dieser Welle mitzuschwimmen? Das ist, auch wenn viele in der Bildungswissenschaft behaupten, KI kann nicht lernen, die ist nicht so gut wie der Mensch, das stimmt einfach nicht. Wir reden vom ChatGPT von 100.000 Milliarden Parametern. Bei ChatGPT 3 hat es 370 Milliarden Parameter gegeben. Das ist jetzt extra nachgeschaut. Das ist eigentlich genau die Funktion eines Gehirns. Es ist genauso groß, wie die Neuronen in einem Gehirn sind. Und es lernt ständig dazu. Ja, hurra, dann können wir im Büro die Füße auf den Tisch legen. Der Chef oder die Chefin gibt uns eine Aufgabe, für die wir vorher 4 Stunden gebraucht haben, und jetzt brauchen wir 14 Minuten vielleicht. Und, den Rest machen wir Kaffeepause. Wird das so sein? Ja, wir lachen jetzt drüber. Das hat natürlich eine enorme Auswirkung auf das Thema Produktivität, was ja in vielen Organisationen ein bisschen mit wenig auf Fokus gelegt wird. Es gibt auch wenig Studien darüber, sozusagen, wie produktiv ist eine Arbeitseinheit, wie ist der Systemablauf, wie ist das Ergebnis. Und das wird natürlich jetzt in den Vordergrund kommen, und es werden sich einfach die Skills und die Jobs verschieben. Es gibt ja zwar die große Jobvernichtungsangst wieder, Goldman Sachs und etc. haben jetzt einige Studien oder 2 Studien vorgelegt, was sich sehr differenziert, nuanciert betrachtet, das können wir dann eh gleich diskutieren, aber im Prinzip wird das schon recht große, massive Auswirkungen haben auf die ganzen White-Collar-Büro,
komplexe, überall wo Daten, wo Zahlen, wo Bilder, wo Content, wo Dokumente, egal wo, in bürokratischen Abläufen etc., wird extrem viel, ganz viel KI machen können. Ich meine, die Automatisierung so in Routinearbeiten, so wie Buchhaltungsbelege, Kontieren und so, also das finde ich ja, das ist ja klasse, weil das ist ja wirklich ein sinnentleerter Job zum einen, aber dass das wirklich diese Programme dann auch, ich sage jetzt einmal, Wissensarbeiter, Denkarbeiter, Schreibarbeiter, die kreativ sind, angreift, Journalisten zum Beispiel. Also das macht mir schon auch ein wenig Sorge und Angst. Also vielleicht kurz ein Exkurs. Ja. Warum ist das so ein Sprengkraft? Du hast früher von Automatisierung geredet, das gibt es ja schon lange. Es gibt die Automatisierung, das ist praktisch die automatisierte Ablauf von Prozessen, und Digitalisierung ist nichts anderes wie das Digitale im Verhältnis zum Analog, wo das einfach in einer Software abgelegt wird. Aber KI ist deshalb so eine große Sprengkraft, weil es eben selbstständig die Regeln festlegen kann und selbstständig lernen kann. Vorher hat man Regeln festlegen müssen bei einem Dokumentenablauf, und jetzt kann das zum Beispiel, jetzt war eben der große Durchbruch durch ChatGPT, weil das eben die Sprache betroffen hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel, es ist eine große, der große Runaway im ganzen Printbereich, wenn jetzt Journalisten nicht gekündigt, aber zumindest eingeladen, einen Golden Handshake zu nehmen. In der Juristerei, in Steuerberatungskanzleien brechen jetzt auch ein bisschen Nervositäten ein, weil man sieht, es können bis zu Bilanzen erstellen, es können Gesellschaftsverträge erstellen werden. Man hat jetzt gerade einen Test gemacht, wo man in Wharton University, ist gerade ziemlich taufrisch, ein MBA bestehen kann. Man kann eine Matura machen. Man kann Hochschulexamen absolvieren. Du meinst, ChatGPT kann die Matura bestehen? Genau, also und bis hin zu einem MBA. Das haben wir jetzt gerade getestet, also MBA-Prüfungen. Das heißt, was ich sagen will, ist, dass hochqualifizierte Tätigkeiten, für die man bis dato ein Studium gebraucht hat, die Kernarbeiten dieser Tätigkeiten, das disruptiert wird von KI-gesteuerten Systemen. Oder nicht ganz ersetzt wird, aber es zu Großteil unterstützt wird. Jetzt ist die Frage, was machen diese Menschen? Nee, was bleibt übrig? Genau. Welche Arbeit bleibt übrig? Welche, welche Probleme können wir als Menschen also eigentlich noch lösen? Oder genau. Sollten wir lösen? Genau, das ist eine ganz fundamentale Frage, die derzeit überhaupt nicht betrachtet wird. Bevor ich zu dir gehe, möchte ich einen globalen Kontext noch einmal bringen, und zwar den Yuval Noah Harari zitieren. Der nennt das nämlich die kognitive Revolution. Wir haben uns deshalb als Homo sapiens und als Mensch gegen alle anderen Spezies da vor zigtausenden Millionen Jahren durchgesetzt, weil wir die Fähigkeit gehabt haben, Sprache zu entwickeln. Das unterscheidet uns in der Form, in der Tiefe und in der Schärfe von den Tieren. Und genau diese Fähigkeit, Sprache zu kreieren, macht jetzt KI. Und das ist noch einmal dieser Moment, den viele jetzt sagen, ist die Verbindung aus Buchdruck, industrieller Revolution und Internetmoment. Also wir haben wirklich einen Tsunami an Veränderung, der unsere Gesellschaft, unsere Bildung und unsere Arbeitswelt betrifft. In dieser Kenntnis bin ich noch wirklich richtig schockiert, frustriert und erschüttert, in welcher Ignoranz, Oberflächlichkeit und teilweise überhaupt nicht vorhandener Diskussion dieses Thema jetzt behandelt wird. In der öffentlichen Diskussion reden wir über, wer wird denn der SPÖ-Parteichef, werden wir die Grenzen zuschließen und über Wahlanfechtigung, weil Parteien ein anderes Produkt haben. Aber was das eigentlich konkret bedeutet, naja, oder wir reden über Verbote. Oder wir reden über Verbote. Das müssen und wir reden auf EU-Ebene. Wir müssen die KI aussetzen. Aber was machen wir damit? Und dass wir eigentlich in Europa und in Österreich diese Entwicklung völlig verschlafen. In China werden Milliarden investiert. In Amerika werden allein OpenAI, Microsoft investiert jetzt 10 Milliarden Euro nur in dieses eine Produkt. Und in Österreich, weißt du, was glaubst du, wie viel wird in Grundlagenforschung KI investiert pro Jahr? Ja, vielleicht ein zweistelliger Millionenbereich, würde ich mal schätzen. Es sind 7 Millionen Euro. Ich kann jedem empfehlen, einmal das österreichische Strategiepapier für KI runterzuladen auf der Homepage. Das ist ein 12-Seiten-Papier, was wahrscheinlich ein Gymnasialabsolvent genauso gut schreibt. Und hochrangige, so wie der Herr Hochreiter aus Linz, planen jetzt Österreich zu verlassen, weil da einfach überhaupt kein Fokus stattfindet. Es gibt
Ja, und hast auch gehört, Elon Musk will ja Genau, eine Firma hat er in schon, Konkurrenz zu ja, ChatGPT gründen, das, nachdem er zuerst ja da anscheinend mit war in diesem Gremium, genau. gründete er selbst, was natürlich bedenklich ist, weil da Es, einfach so viel Geld vorhanden ist genau. und eben auch Brain. Genau. Ich glaube, das ist ja auch ein Hauptthema im Silicon Valley, die Kombination aus Geld, aus Universitäten, aus Mitarbeitern, und aus dem Mindset. Und dieser Offenheit. Und diese Offenheit, das ist total spannend. Wir nutzen zum Beispiel ein österreichisches Unternehmen, das ist jetzt gerade von der Europäischen Union erhoben worden, auch nur 8% der Unternehmen KI. In Dänemark sind es 28%. Und natürlich in vielen Diskussionen, wenn wir über sowas reden oder sowas anwenden oder über sowas sprechen, bist du sofort ein Pharisäer, der in die Technologie Hörig ist, hörig ist und ja. das promotet. Also jeder, der mich kennt, ich bin es nicht, vielleicht auch hier mal ein Statement zu machen. Ja, wir sind, glaube ich, ganz genau das Gegenteil. Wir setzen auf. Wir heißen ja auch Art of Life, nicht Art of AI. Oder KI oder sonst etwas, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die gerade stattfindet. Und jetzt Steve Jobs zu zitieren, wir können diese jetzt bedauern, wir können sie ignorieren, wir können sie bejammern und wir können sie bekämpfen, aber wir dürfen sie nicht ignorieren. Und deshalb finde ich, wir müssen ganz dringend einen Diskurs starten, was das bedeutet. Und wenn ich dann die Bildungswissenschaftler im Fernsehen sehe und sagen, man muss ChatGPT in der Schule verbieten, das ist so, wenn ich sagte vor 20 Jahren, ich muss das Internet verbieten. Das ist genau das Gleiche, was eine Katastrophe ist. Und wenn ich dann sehe gleichzeitig, dass da gibt es eine Umfrage zum Beispiel auch über das Vertrauen und die Ängste, sagen über 60% der Menschen haben Angst vor dieser Entwicklung und haben auch Angst, dass ihr Job verloren geht. Und da Was sind wir jetzt, sehr verständlich ist, wenn wir was jetzt ihr wieder am versteht. Beginn Genau. unserer Diskussion Genau. sind. Und da würde ich jetzt einwerfen, so am Schluss oder gegen Ende jetzt dieser Gesprächs, das heißt, was heißt das jetzt eigentlich für unsere Arbeitswelt? Was sind die Chancen, was sind die Risiken und was bedeutet das für das Weitere noch? Okay, also die Chancen sehen wir mal, wir leben in einer großen demografischen Falle. Es gibt keinen Tag, der nicht vergeht, wo alle Hände ringen und sagen, wir suchen Mitarbeiter, egal wo. Ob das in der Gastronomie, in der Arzt, in der Pflege, in Österreich etc. Und gleichzeitig gibt es KI, die ganz viele Tätigkeiten ersetzen können. Das heißt, es ist meiner Meinung nach eine gute Nachricht. Als Beispiel bringe ich nur das Thema Callcenter. Händeringend suchen, Lufthansa, ÖBB, diese Tausenden von Menschen, die diese Kundenservices abheben. Ein Job, den niemand will und mag. Der kostet, da verdient man wenig Geld und das ist nur Frustration. Das kann jetzt alles heute schon Chatbots und Chatbots. Und das ist einmal die gute Nachricht. Und Wenn die Qualität stimmt. wenn die Qualität stimmt, und das habe ich gesehen, wir waren im Herbst Silicon, wir haben uns das angeschaut, die Kinnlade vieler Teilnehmer, der Lerner sind unten gefallen, weil Chatbots können heute Bankkonten eröffnen, Flüge verschieben, genau das, was man oft 40 Minuten in einer Hotline wartet, wenn man den Naja, Unternehmerbonus fragt, wie es jetzt derzeit noch ist. man hat wahrscheinlich auch immer diese Chatbots in Erinnerung vor 10 Jahren, wo man Genau. im Kreis geschickt wurde. Das ist jetzt aber nicht mehr davor. Da Genau. hat sich sicher ganz, ganz viel Genau. geändert, gell? Und das Zweite, sozusagen, was passiert mit denen, die schon in Organisationen sind, aber deren Tätigkeit sich verschiebt, weil die KI diese Tätigkeit unterstützt? Ich habe schon früher erwähnt, juristische Arbeit, Content, bis hin zu Videoschnitt. Was machst du mit den Leuten, die jetzt in der Firma sind? Das ist die entscheidende Frage, wie weit geht diese KI-untersteuerte Automatisierung und was machst du mit den Leuten und welche Skills werden benötigt und mit welchen Skills kannst du vielleicht neue Geschäftsmodelle generieren? Naja, und ich denke mal, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, dann frage ich mich natürlich, was kostet mir das? In welcher Zeit muss ich das hinbekommen, Aha. diese Aha. Transformation? Und ja, und dann letztendlich, ja, wie lang ist die Zeitspanne Genau. für diese Transformation? Ja, was schätzt du? Wie lang ist die Zeitspanne? Die Zeitspanne der Transformation ist eigentlich, die beginnt jetzt schon und die Firmen haben nicht viel Zeit. Ich schätze, die nächsten 4 bis 6 Jahren sind wirklich sozusagen entscheidend, wie Firmen sich aufstellen werden und wie Mitarbeiter sich neu organisieren wollen und wie die Skills sich neu adaptieren. Bevor du mir jetzt fragen solltest, welche Skills oder vielleicht hören Sie, fragen jetzt viele, der jetzt Content-Marketier ist oder auch juristische Tätigkeiten, welche Skills brauche ich in Zukunft? Ja, welche brauchen wir?
Ich habe jetzt keine empirische Studie darüber gemacht, aber ich rede mit vielen Menschen aus vielen Organisationen und ich nehme viel wahr. Meiner Meinung nach sind es Skills, die vor allem in das Thema, und das wird nie ersetzt werden können, nämlich wenn man sich das anschaut, KI hat keine Intuition, hat kein Herz, hat keine Beziehungsfähigkeit, hat schon Kreativität, das muss ich auch dazu sagen, also schöpft neue Dinge, aber sie hat keine Ja, ich denke, diese Kreativität ist aber schon aus was Bestehendem. Genau, Also genau. ich glaube, so diese ganz disruptiven Ideen werden davon Genau, nicht hervorgehen, oder? genau, genau. Und vor allem, und das ist ja oft die Diskussion im Handel, wenn ich höre jetzt, dass zum Beispiel 50% der Händler in gewissen Städten noch immer keinen Webshop haben, weil sie glauben, das ist die persönliche Beziehung. Natürlich ist es die persönliche Beziehung, aber die Leute wollen beides. Die wollen Hybrid, die wollen analog, also digital Wissen, Transparenz und Vergleich, aber die wollen die persönliche Beziehung, die wollen Erlebnis, die wollen Erfahrung. Das sind ja auch die großen Shops. Der Handel geht ja in Richtung Experience, Custom Experience, das Erfahrungswelt. Zu spüren, zu fühlen, mit Menschen reden, wird immer, immer wichtig. Das sage ich oft im Kontext von Leadership-Erfahrungen. Die Führungskraft wird die ganzen Tools, wird alles ganz viel selber passieren. Was jetzt noch mehr gefordert ist, sind Führungskräfte, die präsent sind, die zuhören, die Beziehungen aufbauen können, die Konflikte eingehen können, die eine Vision entwickeln. Und gerade im Kontext, sage ich jetzt mal, von Dienstleistungen und von diesen Tätigkeiten, die wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, werden sozusagen die Fähigkeit, interdisziplinär, adaptiv, assoziativ mit Menschen im Co-Creation-Kontext neue Dinge zu entwickeln, extrem, extrem wichtig. Und die Menschen dürsten und sehnen sich nach Kollaboration und Beziehungen. Und da, deswegen ist unsere Kernbotschaft Art of Life wird das in den nächsten Jahren noch viel mehr in den Vordergrund. Wir brauchen keine Angst haben, davon bin ich überzeugt, sondern wir können überbringen eine gute Nachricht sein. Wenn wir uns darauf einlassen, oder? Und wenn wir nicht Management per E-Mail weiterführen wollen. Genau, und wenn wir nicht uns zu Tode ängstigen vor KI und wenn wir Verantwortung übernehmen, diese auch reguliert und verantwortungsvoll zu nutzen, wenn wir die Chancen sehen und die Gefahren versuchen zu eliminieren und dann bin ich davon überzeugt, dass das eine sehr, sehr glorreiche Zukunft sein kann, weil sie viele Tätigkeiten, die viele Leute nicht wollen, jetzt so also praktisch das sklavenfreies Büro Dinge machen können, die man einfach Lust und Bock hat. Das meine ich jetzt ganz ehrlich. Und die Wertschöpfung der Arbeit wird sich verschieben. So für was wäre ich bezahlt? Und da ist einfach unglaublich viel Möglichkeiten. Ja, das klingt ja nach einer guten Botschaft. Wir sind schon gespannt, wie Sie das sehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schreiben Sie uns doch unter podcast@theartoflife.at, Art of Life mit Bindestrich. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns bewerten. Lassen Sie uns doch ein paar Sterne da und wir freuen uns auch, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ich bedanke mich auch, liebe Manuela, für das Gespräch, fürs Zuhören und uns allen wünsche ich auch viel Mut, Vertrauen und Neugier diesen Entwicklungen mit Optimismus und Vertrauen entgegenzuleben. Ja, bis bald. Baba. Tschüss. Tschüss.